Hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Planet Zoo News Video. Es hat sich das bewahrheitet, was ich mir erhofft habe, denn wir bekommen ein neues DLC, das Aquatic Pack, und ich hoffe so sehr auf den Otter. Bitte den Otter. Aber wir fangen jetzt direkt an, Leute. Wir gucken uns das Video an und dann schauen wir mal, welche neuen Tiere und welche neuen Bauteile wir alles so im Video sehen können. Oh, ich habe gerade richtig gute Laune. Holy shit. Coming am 8. Dezember. Oh, ist ja cool. Ja, wir gehen nochmal durch. Es gibt Otter, Leute. Habt ihr es gesehen? Ich habe es kurz gesehen. Es gibt auf jeden Fall Otter. Oh, ich freue mich gerade mega. Okay, wir machen nochmal Stoppbilder und gucken uns das Ganze mal an. Ich weiß gar nicht, sind das hier neue Felsen? Ne, das sind die Felsen, die es schon gab, ne? Die Schneefelsen. Wobei diese Eckigen so ein bisschen anders aussehen. Also diese hier, die hatten wir schon vom Arktik-DLC. Und diese Eisfelsen hier sind auch neu. Hier, das ist so eine Mischung aus diesen hellblauen und den Schneefelsen. Die sind auf jeden Fall neu. Aber hier sind auch so Stufen. Also es wird auf jeden Fall ganz viel Schnee und Eis geben. Und natürlich hier dieses Holzding, ne, wo ja Pinguin rauskommt. Der sieht richtig cool aus. Welcher Pinguin ist das? Ist das der Königspinguin, Kaiserpinguin? Mit Pinguinarten kenne ich mich leider nicht so gut aus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Da gibt es ja auch super, super viele, aber die sind mega cool. Also schon mal ein richtig nices Tier, aber mein Hype ist natürlich auf ein anderes Tier. Na, jetzt seht ihr auch, hier hat man dann die Unterwasser-Viewing-Galerie mit einem kaputten Bildschirm, so wie es aussieht. Und hier schwimmen halt die Pinguine umher und tauchen ein wenig. Das ist so cool. Also das ist wirklich mit Abstand das coolste DLC, was wir bis jetzt bekommen haben, meiner Meinung nach. So, nochmal hier stoppen. Sehen wir hier noch ein paar neue Sachen? Das ist mittlerweile echt schwer, weil es so viele neue Sachen gibt. Also es gibt auf jeden Fall hier die neue Schriftart. Ist das, glaube ich, ist das die schon? Könnte sein. Also es sollen ja neue Schriften auf jeden Fall kommen mit dem kostenlosen Update. Diese Gebäude und Dächer sind, glaube ich, auch neu. Dann die Pflanzen hier oben sind, glaube ich, auch neu. Diese Bäume sind neu. Ah, hier gibt es, glaube ich, vieles Neues. Lassen wir uns überraschen. Wir gucken mal weiter. Boah, das geht manchmal so schnell. Egal. There we go. Mein zweitliebstes Zootier, Leute, nach dem Erdmännchen. Es ist endlich in Planet Zoo. Ich freue mich so sehr. Das glaubt ihr gar nicht. Da vorne sind sie. Ihr könnt sie fast gar nicht sehen, weil ich davor sitze. Oh mein Gott, Otter. Wir bekommen Otter. Wurde erhört. Es ist einfach so unfassbar nice. Ah, wie schön. Da sehen wir nochmal einiges. Oh, ich glaube, wir haben hier auch neue Felsen, oder? Das kann man echt gar nicht mehr einordnen so. Auf jeden Fall sind hier auch noch einige neue Bäume bei. Die Dinger hier sind neu. Hier ist richtig viel Neues bei. Ich glaube, hier die Bordsteine, sind die auch neu? Ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich mega krass. Okay, Pinguine haben wir. Das sind auch Pinguine. Hier ist eine Möwe als Zeichen. Oh, da ist das dritte Tier. Oh mein Gott. Nice. Hier haben wir das dritte Tier. Wir kriegen wahrscheinlich dann Robben oder Seehunde. Oh, das ist ja auch cool. Richtig geiles DLC. Pinguine, Otter und Seehunde. Also nicer geht's nicht. Und dann diese schönen Häuser im Bademeister-Look. Oder diesen Strand-Look. Finde ich richtig cool. Oh, es geht immer so schnell. Ich muss nochmal zurück. So. Hier sehen wir nochmal ein wunderschönes Pinguingehege. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese eckigen Felsen neu sind. Oder vielleicht sind das auch einfach solche Höhleneingänge, die man so platzieren kann. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Das ist auch noch eine neue Felsfarbe. Das werden dann wahrscheinlich diese Felsfarben sein. Einmal diese, ja, graue und dann diese, ja, zwischen Eis und Schnee. Diese Felsen. Die werden wir dann bekommen. Man kann damit auf jeden Fall ein sehr schönes Gehege bauen, muss man sagen. Quietscheentchen sehe ich. Ah, und diese tollen Pinguine. So cool.
Da war auch gerade noch der Futterspender. Vielleicht kann ich den nochmal kurz stoppen für euch. Da sieht man die Fische. Und dann. Ah, ich bin zu spät. Ist ja auch egal, Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr das DLC auf eure Wunschliste packen wollt, unten in der Videobeschreibung ist dazu der Link. Ich freue mich mega auf das DLC. Meiner Meinung nach bis jetzt das beste DLC. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da der Otter drin ist. Viele von euch wissen ja, ich wünsche mir den Otter schon Ewigkeiten für dieses Spiel, genau wie das Erdmännchen. Und deswegen ist dieses DLC einfach mega nice. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ja, Leute, mir ist gerade im Schnitt noch aufgefallen, dass ich was Wichtiges übersehen habe. Denn hier sehen wir noch ein neues Tier. Was ist denn das für ein Tier? Ist das ein Kaiman oder sowas? Sieht auf jeden Fall aus wie eine kleine Krokodilart. Die ist dann in so einem Indoor-Gehege, wo wahrscheinlich so ein kleines Planschbecken ist. Richtig nice. Hier ist übrigens auch nochmal die neue Schrift. Ja, diese kleinen 40-Sekunden-Trailer oder 30-Sekunden-Trailer, da ist immer so viel Information, da kann man echt schnell was übersehen. Falls ich noch irgendwas Wichtiges übersehen habe, was ihr gesehen habt, gerne unten in die Kommentare. Aber Leute, das ist jetzt, oder das soll es mit dem Video gewesen sein. Lasst auf jeden Fall beim Originalvideo, das ist auch unten in der Videobeschreibung, ein Like da, damit das Planet Zoo Team sieht, dass wir uns immer über neuen Content freuen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.